Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Aufblühen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Benjamin Borsutski und ich freue mich riesig, dieses Video machen zu dürfen. Ich hatte nämlich in letzter Zeit immer mehr den Wunsch, YouTuber oder Influencer zu werden und sehe in der Möglichkeit, hier eine Riesenchance, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Nein, war natürlich nur ein Spaß, aber als mich unser Pastor gefragt hat, ob ich nicht was zu dem Thema sagen will, was mich aufblühen lässt, wo mein Herz aufblüht, musste ich gar nicht so lange überlegen, weil mir sofort was eingefallen ist, und zwar Lobpreis. Ich mag Musik, ich denke, wir alle mögen Musik. Wir haben zwar unterschiedliche Geschmäcker, die einen mögen es ruhiger, klassischer, vielleicht sogar mit Orgel, andere mögen es rockig, poppig, andere mögen Hip-Hop, andere Techno, aber wir alle mögen Musik. Und ich kenne wirklich niemanden, der sagt, er kann mit Musik nichts anfangen. Und Musik macht auch was mit uns. Musik kann unsere Stimmung ändern, Musik kann Gefühle verstärken oder Erinnerungen in uns wecken. Und so ging es mir neulich. Ich war auf der Suche nach neuen Liedern für mein Handy, weil ich die alten Lieder langsam abgehört habe und habe mich also im Internet auf die Suche nach ein paar Liedern gemacht und wollte neue Lieder finden und bin aber auf alte gestoßen. Und zwar aus Liedern, die ich aus meiner späten Kindheit und früher Jugend kenne. So 90er Jahre, da bin ich aufgewachsen und als ich die Lieder gehört habe, habe ich mich echt riesig gefreut. Ich hatte sofort wieder Bilder im Kopf von damals, von irgendwelchen Situationen. Ich hatte Erinnerungen an Dinge, die ich erlebt habe mit Freunden, mit meiner Familie. Und was ich auch sehr cool daran fand, ich kannte die Lieder noch. Ich wusste noch, wann das Keyboard einsetzt, ich wusste, wann das Schlagzeug einsetzt, ich wusste, wie der Gesang klingt, wie die Stimmen sind. Und ich konnte die Lieder auch größtenteils alle noch auswendig mitsingen. Und das fand ich echt schön und hat mich riesig gefreut, weil ich mag Musik schon seit ich klein bin. Als ich klein war, habe ich eher Kinderlobpreis gehört, später wurde es dann rockiger, poppiger. Und so geht es mir bis heute. Ich mag Musik bis heute, ich kann Lieder meistens recht schnell auswendig. Wenn wir im Gottesdienst Lobpreis haben, dann singe ich aber meistens eher nicht so laut mit. Ich singe dann eher leise oder innerlich für mich mit, weil ich finde, ich kann nicht so gut singen und zu mir ist es dann immer ein bisschen peinlich, wenn die Leute um mich herum mitkriegen, wie schlecht ich singe, wie schief, dass ich überhaupt keinen Ton treffe. Deswegen verlagere ich meine Lobpreiszeit meistens auf die Fahrt zur Arbeit. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, meine 40 Minuten, höre ich meistens Lobpreismusik und bin ganz oft dann schon fast ein bisschen traurig, dass ich schon in der Arbeit angekommen bin, weil ich es einfach schön finde und diese Zeit genieße. Wenn ich allein im Auto bin, dann singe ich auch laut mit und das Schöne daran ist, dass mich niemand hört außer Gott. Und in dieser Zeit, wenn ich die Lieder mitsinge, wenn ich über die Texte nachdenke, über mein Leben, was gerade richtig schön ist in meinem Leben, wo ich mich drüber freue, wo ich vielleicht Ängste, Sorgen oder Nöte habe, oder auch wenn ich mir Sachen wünsche für meine Zukunft, dann merke ich immer, dass Gott mir zuhört. Ich merke das wirklich richtig tief in mir drin, dass er mir zuhört, dass er sich mit mir Sorgen macht und dass er aber einen Plan hat. Und dann habe ich immer so eine tiefe innere Zuversicht und Gewissheit, dass Gott mir wirklich alles zum Besten dienen lässt. Und dieses Gefühl zu haben, ist richtig gut, weil ich dann weiß, hey, Gott ist wirklich bei mir und alles wird gut. Ich denke dann, dass jetzt zu dieser Zeit, wo wir oft Sorgen haben, was unsere Zukunft betrifft, wo wir vielleicht sogar Existenzängste haben, wo wir uns einsam fühlen, weil wir unsere sozialen Kontakte nicht so ausleben können wie sonst, ist das eine gute Zeit, um immer wieder ins Gebet vor Gott zu kommen und mit ihm in Kontakt zu treten. Das können wir machen in einem einfachen Gebet, wir können es aber auch machen mit Lobpreis. Und Lobpreis ist wirklich wertvoll, deswegen möchte ich euch ermutigen, macht euch eure Lobpreismusik an und freut euch einfach an der Musik. Und ihr werdet sehen, dass euer Herz aufgeht, dass ihr mehr Zuversicht bekommt und wieder positiv alles sehen könnt, auch wenn noch so vieles dunkel ist. Und ich wünsche mir auch, dass Gott so viele gute Sachen auch in euer Leben bringt. Deswegen bleibt im Gebet mit Gott, bleibt dran an ihn, auch wenn zurzeit alles vielleicht nicht so gut aussieht. Gott macht uns wirklich diese Zusage, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Egal, ob wir es glauben können oder nicht, egal wie dunkel es vielleicht gerade ist. Aber bleibt einfach dran an Gott, geht ins Gebet. Und es kommen auch wieder bessere Zeiten und ihr werdet sehen, dass ihr gestärkt aus dieser Situation hervorgeht. Wenn ihr vielleicht keine Lobpreislieder kennt, vielleicht habt ihr jetzt zum ersten Mal davon gehört, vielleicht seid ihr zufällig auf dieses Video gestoßen, dann haben wir eine Playlist erstellt, unsere Musiker von der FEG.
eine Playlist auf Spotify, die ist unten verlinkt, und ich habe auch noch mal eine Playlist gemacht für hier für YouTube. Der Link ist auch hier unten drunter. Und wenn ihr, während ihr bei euch Lobpreis macht, so ein Talent in euch entdeckt und euch denkt, hey, das ist meine Leidenschaft, dann könnt ihr euch gerne bei unserem Lobpreisteam melden. Die freuen sich immer über Zuwachs. Und denkt immer dran, ihr könnt nie tiefer fallen als in Gottes allmächtige Hände. Er wird euch auffangen und euch tragen, durch diese Situation helfen. Morgen ist wieder jemand anderes dran mit dem nächsten Video unserer Aufblickserie. Bis dahin, bleibt gesund, habt einen schönen Tag und tschüss.